Das Konzentrationsniveau in einer Klasse beginnt natürlich hoch. Nach der Pause mit 100%. Wir haben uns vergangene Stunde mit dem Aufbau der Nervenzelle beschäftigt und heute werden wir weiter übergehen zu der Krankheit Multiple Sklerose, abgekürzt als MS. Dort gibt es nämlich eine Störung im Aufbau der Nervenzelle und das werden wir jetzt näher anschauen. Der Unterricht geht weiter und die Konzentration nimmt ab. Immer mehr, bis es am Ende der Stunde zu einem Tiefpunkt kommt. Die Erregungsleitung geht vom Zellkörper Richtung Endknöpfchen. Und hier ist jetzt angemalt, was passiert bei Multipler Sklerose, wenn eben die Schwannsche Scheidung der Myelinschicht fehlt. Das wird bedeuten, dass hier also die Erregung nicht weitergeleitet werden kann, beziehungsweise verlangsamt weiter geleitet wird. Das hat zur Folge Symptome wie den Tremor, hierbei kommt es zum Muskelzucken. Diesen Abfall der Konzentration kann man durch eine kleine Bewegungs- und Entspannungspause lösen. Man macht hier eine Pause von etwa 5 Minuten mit Entspannungsübungen. Diese erzielt einen Gewinn der Konzentration wieder auf 100%. Von diesem Standpunkt geht es wieder herunter bis zum Stundenende hier, wo das Niveau wieder weit über 50% liegt. Also es ist jetzt Zeit für eine Entspannungsübung und wir gehen jetzt alle Abend zu der Judomatte. Ja, kommen wir zu unserer Entspannungsübung, nämlich zu der Thai-Massage. Nun wollen wir euch etwas kurz über die Thai-Massage erzählen und macht solche Bewegungen. Hin und her. Dann könnt ihr die Position wechseln, indem ihr den Kopf und nur mit einer Faust diese Übung macht. Dann auf die andere Seite. Macht kreisförmige Bewegungen. Hin und her. Dann könnt ihr den Fuß wechseln. Mit